Moin Moin, es freut mich, dass du dir ein Video meines Kanals Mathe ist chillig anschaust. Mein heutiges Thema lautet Umfangsberechnung einer aus Rechtecken, Dreiecken und Kreisen zusammengesetzten Fläche. Es ist für Hauptschulabschluss Klasse 9 und für technische Mathe für Metallberufe. Suchst du hierzu ein Aufgabenblatt? Siehe auf meiner Homepage unter https://www.mathe-ist-chillig.de in einer der beiden Playlisten Grundschulinter Hauptschulabschlussmathe oder Technische Mathe für Metallberufe. Aufgabe: Berechne den Umfang der aus Rechtecken, Dreiecken und Kreisen zusammengesetzten Fläche. Alle Maßangaben sind in Millimeter. Ja, es geht um diese zusammengesetzte Fläche. Der Umfang der zusammengesetzten Fläche ist zu berechnen. Ja, da muss ich aber jetzt aufpassen, hier sind ja innerhalb der Fläche ein Langloch und eine Bohrung oder ein gestanztes Loch. Auch dieser Umfang gehört dann jeweils mit dazu. Was war der Umfang? Das war der Weg, den ich zurücklege, um einmal um die Fläche herumzugehen. Das bedeutet, wenn ich jetzt sage, hier starte ich, dann gehe ich ja diesen Weg. Und ich gehe hier den Weg. Also ist es wichtig, erst einmal alle Längen zu beschriften. Das habe ich gemacht. Dann ergibt das L1 plus L2 plus L3 plus L4 plus L5 plus L6 plus L7 plus L8 plus L9 plus L10 plus L11 plus L12 plus L13 plus L14. Die Längen L8, L9, L10 und L12, die dürft ihr ausmessen. Wenn ihr es könnt, solltet ihr sie allerdings berechnen. Ich werde sie jetzt hier in dem Video mit Hilfe des Satzes des Pythagoras berechnen. Und ich beginne mit den Längen L8, L9, L10 und L12. L8 wollen wir berechnen. Ich habe jetzt das mal hier rot eingetragen, das Dreieck. Dann ist er gegenüberliegend vom rechten Winkel C. Ja, und wenn man das dann gedreht sieht, dann ist hier links A und da ist B. Dieses Dreieck habe ich hier nochmal rausgeschrieben. Das heißt, das wäre dann C. Gegenüberliegend von Punkt B ist die Seite B. Und gegenüberliegend vom Punkt A ist die Seite A. Satz des Pythagoras besagt, die Hypotenuse zum Quadrat ist gleich die eine Kathete zum Quadrat plus die andere Kathete zum Quadrat. Ich passe ihn jetzt auf mein Dreieck mit L8 an. Angepasst ergibt das dann L8 zum Quadrat ist gleich A Quadrat plus B Quadrat. Die Seite A ergibt sich aus 108 mm minus die 98 mm. Die Seite B ergibt sich aus 60 mm minus 20 mm. Eingesetzt ergibt das also L8 zum Quadrat ist dann die 108 mm minus die 98 mm in Klammern zum Quadrat plus die 60 mm minus die 20 mm eingeklammert zum Quadrat. Das rechne ich aus und das rechne ich aus, was in der Klammer steht. Und das ergibt dann 10 mm in Klammern zum Quadrat plus 40 mm in Klammern zum Quadrat. Jetzt quadriere ich das aus. 10 zum Quadrat muss ich rechnen und Millimeter zum Quadrat. Ja, aber 10 zum Quadrat ist dasselbe wie 10 mal 10, also 100 Quadratmillimeter plus 40 zum Quadrat ist 1600 und Millimeter zum Quadrat, also 1600 Quadratmillimeter. 100 Quadratmillimeter plus die 1600 Quadratmillimeter ergibt 1700 Quadratmillimeter. Die entgegengesetzte Rechenoperation von Quadrat ist die Quadratwurzel. Also muss ich jetzt die Quadratwurzel ziehen. Aus L8 zum Quadrat, die Quadratwurzel gezogen, hebt sich das Quadrat auf und es bleibt L8 übrig. Was ich links vom Gleichheitszeichen mache, muss ich auch rechts vom Gleichheitszeichen machen. Aus 1700 Quadratmillimeter die Quadratwurzel gezogen bedeutet, ich muss aus 1700 die Quadratwurzel ziehen. Das ergibt dann 41,23 und aus Quadratmillimeter die Quadratwurzel gezogen, hebt sich das Quadrat auf, bleibt Millimeter. Also L8 ist ungefähr 41,23 mm. Berechnen wir nun L9. L9 ist diese Länge. Ja, hier habe ich einen rechten Winkel. Damit ist dort der Eckpunkt C. Gegenüberliegend ist die Seitenlänge C. Dann ist hier
links unten, gedreht gesehen, der Eckpunkt A und da der Eckpunkt B. Das heißt, ich habe dann also gegenüberliegend vom Eckpunkt A die Seite A, gegenüberliegend vom Eckpunkt B die Seite B. Damit habe ich also dieses Dreieck. Ja, und der Satz des Pythagoras besagt ja, Hypotenuse zum Quadrat ist gleich Kathete zum Quadrat plus Kathete zum Quadrat. Ich benötige jetzt also diese Länge und diese Länge, also mein A und mein B, um den Satz des Pythagoras anzuwenden, weil ja mein L9 C ist. Angepasst ergibt das also L9 zum Quadrat ist gleich A Quadrat plus B Quadrat. Die Dreiecksseite A kann ich berechnen, indem ich 70 mm minus 60 mm rechne. Die Dreiecksseite B kann ich berechnen, indem ich 108 mm minus die 98 mm rechne. Wie ich eben erklärt habe, ist also A 70 mm minus 60 mm und B ist 108 mm minus 98 mm. Ja, und das, was da rauskommt, muss natürlich noch quadriert werden. Ich schreibe das dann nochmal hin. 70 minus 60 mm sind 10 mm in Klammern zum Quadrat und 108 mm minus 98 mm sind 10 mm in Klammern zum Quadrat. Jetzt rechne ich jeweils die 10 zum Quadrat als auch die Millimeter zum Quadrat plus und hier mache ich dasselbe. 10 zum Quadrat ist 100, also 100 Quadratmillimeter plus hier das gleiche 100 Quadratmillimeter. Jetzt muss ich noch 100 Quadratmillimeter plus 100 Quadratmillimeter rechnen, das ergibt 200 Quadratmillimeter. Ich will aber nicht L9 zum Quadrat haben, ich will L9 haben, also muss ich die Quadratwurzel ziehen, die entgegengesetzte Rechenoperation. Ja, und wenn ich das hier mache, hebt sich das Quadrat auf und es bleibt L9 übrig. Hier muss ich aus 200 die Quadratwurzel ziehen und aus Quadratmillimeter die Wurzel ziehen. Aus 200 die Quadratwurzel sind 14,14. Aus Quadratmillimeter die Wurzel ist Millimeter. Also kommt raus, L9 ist ungefähr 14,14 mm. Berechnen wir nun die Länge L10. L10 ist diese Länge. Ich habe also jetzt hier den Eckpunkt A, dann da Eckpunkt B, da Eckpunkt C. Gegenüberliegend von Eckpunkt C, wo ja auch der rechte Winkel liegt, ist dann meine Seite C. Dort ist dann meine Seite A und dort ist meine Seite B. Alles hier in blau geschrieben. So. Wenn ich jetzt den Satz des Pythagoras anwende, bedeutet das also, ich habe die Hypotenuse zum Quadrat ist gleich die eine Kathete zum Quadrat plus die andere Kathete zum Quadrat. Angepasst bedeutet das bei uns, unsere Hypotenuse ist L10 zum Quadrat ist gleich, ja, dann habe ich A zum Quadrat plus B zum Quadrat. Um A zu berechnen, muss ich die 98 mm minus die 22 mm rechnen. Dann kriege ich A raus. Um jetzt die Seite B zu berechnen, muss ich die 70 mm minus die 50 mm rechnen. Dann kriege ich die Seite B raus. Das ergibt also L10 zum Quadrat ist gleich 98 mm minus die 22 mm in Klammern zum Quadrat plus die 70 mm minus die 50 mm in Klammern zum Quadrat. Das rechne ich aus. 98 mm minus 22 mm und die 70 minus die 50 mm rechne ich auch aus. Das ergibt dann 76 mm in Klammern zum Quadrat plus 20 mm in Klammern zum Quadrat. 76 zum Quadrat sind ja 76 mal 76. Das ergibt 5776 Quadratmillimeter plus 20 zum Quadrat sind 400 Millimeter Quadrat, 400 Quadratmillimeter. Zusammengerechnet ergibt das dann, L10 zum Quadrat ist 6176 Quadratmillimeter. Ich will aber ja nicht L10 zum Quadrat, sondern L10, also muss ich die entgegengesetzte Rechenoperation anwenden, das heißt die Quadratwurzel ziehen. Aus L10 zum Quadrat die Quadratwurzel gezogen ergibt L10. Aus 6176 die Quadratwurzel gezogen ist 78,59. Aus Quadratmillimeter die Quadratwurzel gezogen ergibt Millimeter. Also ist meine Länge L10 ungefähr 78,59 mm. Die Länge L12. Dies war die Länge L12. Ich habe hier ja wieder ein rechtwinkliges Dreieck. Das heißt, dort liegt der Eckpunkt C an. Hier liegt der Eckpunkt A an, da liegt der Eckpunkt B an. Gegenüber vom Eckpunkt A liegt die Seite A, gegenüber vom Eckpunkt B liegt die Seite B, gegenüber vom Eckpunkt C liegt die Seite C.
Der Satz des Pythagoras besagt ja, c² ist gleich a² plus b². Dann ist hier mein c, da mein a und da mein b. Also kann ich das jetzt anpassen. Bei mir ist also die Seite c, die Hypotenuse, L12. Also angepasst, L12 zum Quadrat ist gleich a² plus b². Die Seite a ergibt sich, indem ich 80 mm minus die 60 mm rechne. Das ist dann die Seite a. Ja, und die Dreiecksseite b ergibt sich bereits durch die technische Zeichnung. Das sind 22 mm. Das eingesetzt ergibt dann L12 zum Quadrat ist gleich 80 mm minus 60 mm in Klammern zum Quadrat plus 22 mm in Klammern zum Quadrat. 80 mm minus 60 mm gibt 20 mm in Klammern zum Quadrat plus die 22 mm in Klammern zum Quadrat. Ich rechne 20 zum Quadrat, Millimeter zum Quadrat, das ergibt 400 Quadratmillimeter plus 22 zum Quadrat, Millimeter zum Quadrat ergibt 484 Quadratmillimeter. Ich rechne nun 400 Quadratmillimeter plus 484 Quadratmillimeter ergibt 884 Quadratmillimeter. Ich muss jetzt noch die Quadratwurzel ziehen. Das ergibt dann L12 ist ungefähr aus 884 die Quadratwurzel gezogen, ist ungefähr 29,73. Aus Quadratmillimeter die Quadratwurzel gezogen ergibt Millimeter. Also ist meine Länge L12 29,73 mm. Der Umfang ist gleich die Länge L1 plus L2 plus L3 plus L4 plus L5 plus L6 plus L7 plus L8 plus L9 plus L10 plus L11 plus L12 plus L13 plus L14. Ja, die roten sind die Längen, die ich gerade eben mit dem Satz des Pythagoras berechnet habe. Da können wir die Ergebnisse voraussetzen. Die es nicht mit Satz des Pythagoras können, messen Sie bitte aus. Es wird natürlich dann zu kleinen Abweichungen kommen. L13 ist die Bohrung in dem Werkstück und L14 ist das Langloch. Bevor ich konkret erkläre, wie man die einzelnen anderen Längen bestimmt, möchte ich nochmal die Formeln aufschreiben für die Längen, die man mit Hilfe einer Formel berechnen kann. Das wäre jetzt zum Beispiel L3. L3 ist dieser entsprechende Weg, den du zurücklegen musst, diese Länge. Und das ist ja die Hälfte des Umfanges eines Kreises. Der Umfang eines Kreises wird ja mit Durchmesser mal Pi berechnet, also ist das Durchmesser mal Pi geteilt durch 2. Das habe ich jetzt hier hingeschrieben. Des Weiteren habe ich hier oben nochmal eine Besonderheit. Und zwar habe ich ja hier einen Viertelkreis. Der Umfang ist also nur ein Viertel des Umfanges eines ganzen Kreises. Ja, damit brauche ich also gleich die Formel Durchmesser mal Pi für den Vollkreis. Allerdings das nochmal durch 4 geteilt, weil ich ja nur einen Viertelweg zurücklege davon, weil es ja ein Viertelkreis ist. Dann habe ich hier nochmal in der Mitte meinen Vollkreis mit dem Durchmesser 20. Die Formel dafür ist ja dann Durchmesser mal Pi. Und ich habe mein Langloch. Mein Langloch berechne ich ja als einen Vollkreis plus das Rechteck. Das heißt, ich habe also Durchmesser mal Pi für den Vollkreis. Und ich habe plus 2 mal hier in diesem Fall die Breite. Durchmesser mal Pi plus 2 mal die Breite. Das war für den Vollkreis, das sind ja 2 halbe Kreise zusammen, der Umfang. Und das sind dann die beiden Breiten des Rechteckes. L1 sind die 80 mm. 80 mm. Die Länge L2 kann ich berechnen, indem ich die 39 mm nehme und davon die Hälfte des Durchmessers, der 38 mm beträgt, abziehe. Die Hälfte von 38 sind 19. Also 39 mm minus 19 mm ergibt L2. Und das steht hier auch. L3 ist ja der Umfang eines Halbkreises. Also Durchmesser ist 38 mm mal Pi geteilt durch 2. Falls er nur ein Halbkreis ist. 38 mm mal Pi geteilt durch 2. Die Länge L4 ist zu berechnen. Die Länge L4
ist dieses Stückchen, das sind die 67 mm minus die 19 mm minus die 39 mm. Und das habe ich hier hingeschrieben. L5 ist diese Länge. Das ergibt sich ja dann aus 20 mm minus den Radius von 10 mm. Also L5 ist 20 mm minus 10 mm. L6 ist dieser Umfang. L6 ist ja nur ein Viertel des Umfangs eines Vollkreises. Den Umfang eines Vollkreises berechne ich ja mit d mal Pi, davon ein Viertel. Der Durchmesser, wenn der Radius 10 ist, ist also 20 mm. Also 2 mal 10 mm, um den Durchmesser zu berechnen, mal Pi, das wäre der Umfang von dem Vollkreis, geteilt durch 4, weil es ein Viertelkreis ist. Berechnen wir nun die Länge L7. Dafür benötige ich hier die entsprechenden 98 mm. Und von diesen 98 mm muss ich jetzt einmal den Radius abziehen und dann nochmal die 67 mm. Das ergibt dann also für L7 98 mm minus 67 mm minus 10 mm. Die Längen L8 und L9 und L10 hatte ich ja eben mit Hilfe des Satzes Pythagoras bereits berechnet. Die kann ich ja direkt einsetzen. Das habe ich hier jetzt bereits gemacht. Jetzt brauche ich noch die Länge L11. Die bekomme ich raus, indem ich 60 mm minus die 50 mm rechne. Also L11 ist 60 mm minus 50 mm. L12 ist wieder eine Länge, die ich bereits mit Satz des Pythagoras berechnet habe. Das sind die 29,73 mm. Die Länge L13 berechne ich, indem ich ja Durchmesser mal Pi rechne. Ja, und das habe ich jetzt hier hingeschrieben. Der Durchmesser des Kreises sind ja 20 mm, also 20 mm mal Pi. Kommen wir nun zum Langloch, L14. Berechnet wird es ja für den Umfang eines Vollkreises plus 2 mal die entsprechenden Breiten, weil es ja ein Halbkreis ist, ein Rechteck ist und wieder ein Halbkreis ist. Das Längenmaß, was bei uns dem Durchmesser entspricht, ist 10 mm von meinem Langloch, also 10 mm mal Pi. Und die entsprechenden Breiten meines Rechteckes sind die 16 mm, also plus 2 mal 16 mm. Im nächsten Schritt rechne ich noch das immer aus, was hier jeweils steht. Und das habe ich dann hier schon mal hingeschrieben, was dann daraus kommt. So, wenn man diese ganzen Längen entsprechend dann, die ausgerechnet worden sind, zusammenrechnet, komme ich auf einen Umfang von 515,34 mm. So, das war's nun jetzt mit diesem Video auf meinem Kanal Mathe ist chillig. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast etwas gelernt. Wenn ja, dann würde ich mich darüber freuen, wenn du das Video likest. Und solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dann würde ich mich auch darüber freuen, wenn ein Abo da ist. Bis zum nächsten Video. Tschüss!